Ja, dann bin ich auch schon wieder zurück. Weiter geht's mit Serpia Territorium, Serpian Reign. Ist dieser Rekon-Typ dein fester Freund? Ja, ihr seid aus. Oh nee, ja, ihr seid beide aus, wie zwei Verliebte. Nein, wir sind nicht verliebt. Wir sind nur in der gleichen Party, das ist alles. Ich weiß nicht, von außen her sah das aus, als würdest du den Typen sehr gut kennen. Oder was auch immer. Ich kenne diesen Typen aus dem Real Life. Wir gehen beide auf die gleiche Schule und wir sind Klassenkameraden. Aber das ist alles. Arigato. Nun, auf jeden Fall, danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Diese Typen gerade aus dem Wald waren ziemlich tough. Gibt es hier sowas wie Gangs, die PKs machen? In diesem normalen Spiel oder wie ist das? Nun, es gibt nur eine Sache. Die Salamander und die Zephyr-Rasse sind verfeindet. Aber diese Typen von gerade eben waren ziemlich organisiert. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Ich weiß nicht, was du mich nur fragen willst oder was du versuchst zu fragen über das Schaffen dieses Weltenbaums. Genau, ich habe gehofft, dass du mir etwas mehr oder genaueres sagen kannst über diesen Weltenbaum. Ich möchte nämlich ganz auf die Spitze von ihm. Also erzähl mir, wie ich das kann. Willkommen im Club. Jeder Spieler versucht das, dort oben drauf zu kommen. Du könntest sagen, es ist die Hauptquest von Alpha Helm Online. Du weißt es mit Sicherheit schon. Es gibt nämlich ein Limit, wie hoch und wie lange man fliegen kann. Keine Rasse kann länger fliegen als 10 Minuten. Nun, oben auf diesem Baum ist Floating City. Es ist, und dort lebt Oberon. Der Elfenkönig. Die erste Rasse, die es gelingt, dort oben hinzukommen, wird wiedergeboren als Alphs. Und sie können dann so lang und so oft fliegen, wie sie wollen. Das ist cool. Es ist mit Sicherheit super, so lange zu fliegen, wie man möchte. Also ist es jemand schon gelungen, ganz oben auf den Baum zu kommen? Die Basis dieses Turms ist unglaublich groß. Das Tor ist in der Nähe von Floating City. Aber es gibt in der Vergangenheit sehr viele NPCs, die das hier beschützen. Und sie sind unglaublich stark. Hä? Sind sie wirklich so stark? Huh?
Lass mich dir eines sagen, das Spiel gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Verstehst du? Und es wird wahrscheinlich auch niemand schaffen, in den nächsten Jahren dort oben anzukommen. Vielleicht gibt es jemanden, der den Schlüssel zur Quest nicht gefunden hat. Oder vielleicht ist er so designed, dass es nur mehrere Rassen zusammenschaffen können. Hey, du scheinst einen guten Instinkt zu haben. Jeder denkt, es gibt eine Quest, also haben sie überall danach gesucht. Aber zusammenzuarbeiten und sie zu besiegen, ich denke mal, das wird niemals passieren. Warum nicht? Ich meine, macht das nicht einfach nur Sinn, einer anderen Rasse zu helfen, damit die andere halt nicht fliegen kann? Kannst du dir jemanden vorstellen, der tatsächlich so engagiert sein sollte, dem anderen zu helfen? Ich denke, auch dort oben hinzukommen, auf diesen Baum, ist unmöglich. Du solltest es erst gar nicht versuchen. Nun, das Fliegen ist schon ziemlich suchterregend. Wenn du es erst versucht hast, kannst du gar nicht damit aufhören. Ich kenne das seit Jahren. Und ich denke mal, es wird auch in den nächsten Jahren nicht passieren, dass jemand das schaffen sollte. Aber ich kann nicht so lange warten. Papa. Tut mir leid wegen das, aber ich muss dort unten auf den Baum. Dort jemand wartet auf mich. Okay, aber warum denn so schnell? Ich bin auch auf der Suche nach jemandem. Es ist ziemlich schwer zu erklären. Danke, Liefer. Über die ganzen Informationen, die du mir gegeben hast. Du warst mir wirklich eine große Hilfe. Warte, du willst alleine zum Weltenbaum gehen, richtig? Ich denke mal, ich mache mir selbst davon ein Bild. Alleine? Du bist verrückt. Es ist ziemlich weit weg von hier. Und du bist, und dort erwarten dich sehr viele starke Monster. Hey, wenn du willst, dann kann ich dich dorthin bringen. Danke, aber wir haben uns gerade erst getroffen und ich würde mich nicht in Ordnung fühlen, wenn ich dich damit hineinreißen würde. Richtig, vielleicht ist es tatsächlich wirklich so. Aber wer soll dich denn überhaupt beschützen? Oder wie willst du denn da hinkommen? Nun, ich denke, irgendwie werde ich das schon schaffen. Es ist zu spät. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Okay. Also, wir treffen uns hier morgen wieder. Ja, sicher. Dann treffen wir uns hier morgen um 15 Uhr wieder. Okay?
Ich werde mich dann jetzt ausloggen. Wenn du bereit bist, du kannst dich ausloggen in den Räumen unter den Treppen dort, okay? Nun, wir sehen uns dann. Warte! Danke, Liefer. Kein Problem. Ja, wir wissen natürlich, warum Kirito da unbedingt zum Weltenbaum muss, aber Liefer war tatsächlich so nett und hat gesagt, okay, ich helfe dir. Na dann, here we go. Weiter geht's hier mit der guten Yuki. Wir wollen natürlich in der Story weiter vorankommen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt gleich in der Story technisch. Ah, okay. Hey, wenn du es möchtest, kann ich dich dahin bringen. Ja! Was habe ich mir darüber überhaupt gedacht? Was für ein seltsamer Typ. Er war so lächerlich stark. Aber konnte trotzdem wusste irgendwie trotzdem nicht, wie man fliegt. Kirito. Papa. Ich schätze, das bedeutet, dass wir uns morgen wiedersehen, oder nicht? Ja, ich werde bald zurückkehren. Warte nicht lange auf mich. Papa? Ist es in Ordnung für dich, wenn ich neben dich einschlafe, bis du ausgelockt bist? Oh. Ja, sicher. Ich habe damit kein Problem. Du und ich, wir werden Asuna retten. Und dann kaufen wir uns wieder zusammen ein Haus. Das würde mich sehr glücklich machen. Du weißt schon, das Leben mit dir und Mama wieder zusammen. Es würde ein Traum wahr werden. Es wird kein Traum sein. Ich verspreche dir, es wird Realität werden. Gute Nacht, Papa. Okay, warum wir jetzt hier starten? Keine Ahnung. Ja, denn die gute Lifa ist in Wahrheit tatsächlich Kiritos, also Kasutos kleine Schwester. Natürlich wissen das beide noch nicht, dass Kirito wirklich Kasuto ist und dass Kasuto, also Kirito, also Lifa wirklich zugehört. Ja, die beiden sind sich nämlich überraschend im Spiel tatsächlich über den Weg gelaufen. Noch wissen sie beide nichts voneinander, dass sie tatsächlich da miteinander zusammenkämpfen. Aber wie das aufeinandertreffen wird zwischen den beiden, ja, das werdet ihr dann sehen. Im Laufe dieses Let's Plays. Ich will doch mal sterben. So. Alter, der Kampf war definitiv sehr nervtötend, muss ich sagen. Also nochmal zur kurzen Erklärung. Sugu ist Lifa. Kasuto ist Kirito. Und Kasuto und Suga sind Geschwister. Zwar nicht direkt, was wir dann später erst erfahren werden. Aber sie leben eigentlich zusammen im gleichen Haushalt und wissen gar nicht, dass die beiden sich eigentlich jetzt untereinander helfen. Ja, und die gute Suga hat sich so ein bisschen in
den Kirito ein bisschen verguckt. Hunting the Nier of Sylvia. Wow, Level 100 hat er den. Den habe ich ja auch leider nicht mehr. Das hätte so gut gepasst. Okay, nochmal ein Kämpfchen. Und Switchy. Okay, diese Slimes, ja, die kann ich natürlich one-shotten. Mit meiner Taktik. Mit meiner Kirito-Taktik. Starbuster-Stream für Arme. Ja, jetzt Silica. Und das war's. Schade, ich würde mich gerne mal gewusst, was der Super-Skill von Kirito ist. Also von dem AOL Kirito. Das werden wir jetzt leider nicht mehr erfahren. Schön wäre es, wenn natürlich nochmal irgendwie ein Update kommen würde und vielleicht da noch Audience Scale hinzukommen würde. Aber ist das jetzt hier schon das Letzte? Das kann ja gar nicht sein. Capitative Green. Wir werden mal schauen.